Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Berliner Kanzleramt berät zur Stunde der Koalitionsausschuss über einen Ausstieg aus der Atomenergie. Es wird erwartet, dass sich die Runde auf einen Zeitpunkt und die Zahl der sofort stillzulegenden Meiler verständigt. Am Nachmittag waren zunächst die Spitzen der Koalition zusammengekommen. Die von der Bundesregierung eingesetzte Ethikkommission hatte gestern empfohlen, bis spätestens 2021 aus der Atomkraft auszusteigen. Die Atomkraft als Todestechnologie, eine plakative Botschaft von Greenpeace heute am Brandenburger Tor. Nur ein paar Kilometer entfernt spricht die Kanzlerin derweil mit den Unionsfraktionsvorsitzenden aus den Ländern über die Energiewende und wie sie die Empfehlungen der Ethikkommission umsetzen will. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, dass aber sehr, sehr viele Fragen zu bedenken sind, weil die Menschen natürlich nicht nur wissen wollen, wann steigen wir aus, sondern auch, was kostet der Strom, wie geht das? Und es wäre keine Alternative für uns, dass wir eines Tages feststellen müssen, dass wir Kernenergie aus anderen Ländern einführen. Das will auch der liberale Wirtschaftsminister nicht und scheut sich, ein konkretes Ausstiegsdatum zu benennen. Wir beteiligen uns nicht an einem Bieterwettbewerb. Uns geht es da nicht um Jahreszahlen, sondern der Weg zu einem Ausstieg. Das ist das Entscheidende für die Menschen. Genau darüber verhandelt die Koalition zur Stunde im Kanzleramt. Im Bericht aus Berlin skizziert der Unionsfraktionschef ein mögliches Ergebnis. Ich gehe davon aus, dass wir uns auf ein Ausstiegsdatum einigen können. Vielleicht gibt es einen Korridor, die FDP diskutiert mit uns noch darüber, aber es ist, glaube ich, schon eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass man in dieser Frage nichts offen lässt. Eine andere Frage ist für viele Atomkraftgegner und auch für die Linkspartei viel wichtiger. Meine Hauptsorge ist etwas anderes, dass die Ethikkommission 10 Jahre vorschlägt und dass die Regierung einen Weg findet, eine Klausel reinzunehmen, wonach sie das dann wieder verlängern können. Einen breiten politischen Konsens im Bundestag, wie ihn die Ethikkommission empfohlen hat, könnte das allerdings gefährden. Zum Stand der Beratungen über einen Ausstieg aus der Atomenergie jetzt live aus Berlin, Reinhard Becker. Um 22 Uhr werden hier im Kanzleramt die Spitzen von SPD, Grünen und Linken erwartet. Mit der Opposition soll dann ausgelotet werden, ob beim Atomausstieg dieser breite Konsens möglich ist. Vorher aber müssen sich erstmal die Regierungsparteien auf eine gemeinsame Linie einigen. Vor allem die FDP, so ist zu hören, will kein festes Ausstiegsdatum, sondern einen Zeitkorridor und eine Revisionsklausel. Die aber würde von der Opposition keinesfalls akzeptiert. Es kann also noch ein langer Abend werden im Kanzleramt, weitgehend. Unklar ist auch noch, wie das Bündel von Maßnahmen finanziert werden soll, das die Ethikkommission begleitend zum Atomausstieg vorsieht. Also zum Beispiel Netzausbau, Gebäudesanierung, Endlagerfrage. Die Brennelementesteuer soll aber wohl etwas verändert bleiben. Und damit zurück nach Hamburg. Im weitgehend zerstörten japanischen Atomkraftwerk Fukushima hat es erneut einen Zwischenfall gegeben. In Reaktorblock 5 fiel das Kühlsystem mehrere Stunden aus. Inzwischen ist das Problem aber nach Angaben des Betreibers TEPCO behoben. Ein Taifun brachte heute heftigen Regen in die Region. Das löste Befürchtungen aus, radioaktives Material könne in den Pazifik geschwemmt werden. Wieder kommt das Wasser. Kein Tsunami, der die Menschen heimsucht in Japans Katastrophengebiet, diesmal ein Tropensturm. Songda heißt er, der zweite Taifun dieser Saison. Mit Sandsäcken haben sich die Menschen tagelang auf die neuen Fluten vorbereitet. Wir wollen gewappnet sein, damit wir dem Wind und den Wellen trotzen können. Die Menschen scheinen Glück zu haben. Im Laufe des Tages hat der Sturm an Stärke verloren. Mit etwa 60 Kilometern pro Stunde bewegt er sich entlang der japanischen Ostküste. Auf das AKW Fukushima wird der Sturm nicht treffen, anders als befürchtet. Dort ist man ohnehin schlecht vorbereitet auf die Taifunsaison. Arbeiter hatten zwar Kunstharz versprüht, das sollte verhindern, dass radioaktive Partikel aufgewirbelt werden. Die Ruinen des AKW aber dürften einem heftigen Sturm nur schwer trotzen können. Auch so mussten die Helfer in Fukushima heute wieder ran. Im bisher stabilen Block 5 fiel eine Kühlpumpe aus. Die Wassertemperaturen im Reaktor stiegen laut TEPCO vorübergehend auf fast 100 Grad. Inzwischen läuft eine Ersatzpumpe, erklärt der Sprecher. Die Situation hat sich entspannt. TEPCO kündigte an, die Arbeiten in Fukushima sollen in den nächsten Tagen weitergehen, auch wenn die Meteorologen warnen, es bleibe stürmisch und regnerisch.
Einen Tag nach dem Selbstmordanschlag auf ein hochrangiges deutsch-afghanisches Sicherheitstreffen in Nordafghanistan hält die Bundesregierung an ihrer Strategie für das Land fest. Auch künftig würde man eng mit den afghanischen Sicherheitskräften zusammenarbeiten und diese weiter ausbilden, sagte Bundesverteidigungsminister de Maizière. Gestern waren 2 Bundeswehrsoldaten getötet und 5 verletzt worden. Auch heute ging die Gewalt weiter. Bei einem NATO-Luftangriff im Süden des Landes starben viele Zivilisten. Sie haben sich zu Ehren der Toten versammelt. Am Morgen im Distrikt Nawzat im Süden Afghanistans. Mehrere Leichen von Kindern und Frauen werden abtransportiert. Sie sollen bei einem NATO-Luftangriff in der vergangenen Nacht getötet worden sein, so die Angaben lokaler Behörden. Ein Verwandter erhebt Vorwürfe. Nachdem die Taliban NATO-Soldaten angegriffen hatten, kamen Hubschrauber und haben unsere Gegend beschossen. Dabei starben auch mehrere Zivilisten. Die meisten von ihnen waren Kinder. Die internationale Afghanistan-Schutztruppe untersucht den Vorfall. Beim gestrigen Anschlag in Talukan im Norden Afghanistans soll ein Selbstmordattentäter eine afghanische Polizeiuniform getragen haben. Experten warnen jetzt vor einer neuen Strategie der Taliban, die afghanischen Sicherheitskräfte zu unterwandern. Für die Taliban ist es nicht schwer, die Sicherheitskräfte zu infiltrieren, jemanden davon zu überzeugen, sie zu unterstützen. Es sind einfach so viele, niemand kann sicherstellen, dass jeder Einzelne in Uniform vertrauenswürdig ist. Und das könnte die enge Zusammenarbeit zwischen afghanischen Sicherheitskräften und der Bundeswehr, das sogenannte Partnering, in Zukunft riskanter machen. 4 der verletzten Bundeswehrsoldaten werden derzeit im Lazarett im Feldlager Mazar-i-Sharif versorgt. Die Bundeswehr machte heute deutlich, man werde die Zusammenarbeit mit den Afghanen auch nach dem Anschlag fortsetzen. Griechenland und der Internationale Währungsfonds haben Berichte zurückgewiesen, wonach der Sparkurs in der Schuldenkrise nicht ausreicht. Die Verhandlungen seien noch im Gange, erklärten beide Seiten. In Medienberichten hatte es geheißen, die nächste Rate der internationalen Hilfe werde nicht freigegeben, weil Griechenland die Sparauflagen nicht erfüllt habe. Gleichzeitig wächst der Protest gegen den Sparkurs. Im Zentrum Athens versammeln sich vor allem Jugendliche, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Inzwischen übernachten manche schon auf dem Syntagmaplatz in Athen. Zur Stunde demonstrieren etwa 30.000 nach spanischem Vorbild. Sogar von dort sind Sympathisanten gekommen. Die zumeist jungen Griechen protestieren gegen die nächste Runde Sparmaßnahmen und gegen ihre verzweifelte Lage bei einer Jugendarbeitslosigkeit von fast 50%. Wir kämpfen um unsere Würde, deswegen sind wir hier. Wir wollen der Regierung sagen, dass sie jetzt etwas für die Menschen tun muss. Ohne neues Geld aus dem Rettungsschirm ist Griechenland Mitte Juli pleite. Und die Parteien können sich nicht einigen, wie von den internationalen Geldgebern gefordert. Wenn die Parteien nicht zusammenarbeiten, müssen eben die Menschen zusammenhelfen, um die Parteien rauszuschmeißen. Jetzt will die Regierung alleine nach einer Lösung suchen. Neuwahlen soll es nicht geben. Der innenpolitische Druck für die griechische Regierung wird immens. Von Anfang an hatte sie starkköpfige Gewerkschaften und militante Anarchisten gegen sich. Am Freitag verweigerte sich die größte Oppositionspartei einem weiteren Sparpaket. Nun geht auch noch die Jugend auf die Straße. Bald schon könnte sich die sogenannte schweigende Mehrheit ebenfalls gegen die Regierung wenden. Auch in Malta werden bald Ehescheidungen erlaubt. Die Mittelmeerinsel ist der letzte EU-Staat, in dem sie verboten sind. Eine Volksabstimmung ergab jetzt eine knappe Mehrheit dafür, das zu ändern. Nach vorläufigen Angaben waren es 52%, bei einer Beteiligung von 72%. Premierminister Gonzi und die katholische Kirche hatten sich gegen Scheidungen ausgesprochen. In der EU hatte zuletzt 1995 Irland Scheidungen zugelassen. In Italien hat die zweite Runde der Kommunalwahlen begonnen. Sie dauern 2 Tage, sodass die Ergebnisse erst morgen Abend bekannt gegeben werden. Vor allem in Mailand und Neapel gilt die Wahl als Stimmungstest für Regierungschef Berlusconi, der aus Mailand stammt. Die Stadt war bislang eine Hochburg seiner konservativen Partei. Angesichts von 4 Prozessen gegen Berlusconi hatte seine Kandidatin aber in der ersten Runde eine Schlappe erlitten.
Rund eine Woche nach Ausbruch des gefährlichen Durchfallerregers EHEC kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Immer noch erkranken jeden Tag vor allem in Norddeutschland Menschen. Verbraucherschutzministerin Aigner warnt weiter davor, rohes Gemüse zu essen, da dieses mit dem Erreger belastet sein könnte. Aigner will morgen mit Bundesgesundheitsminister Bahr, Vertretern der Länder und mit Gesundheitsexperten darüber beraten, wie die EHEC-Welle am besten bekämpft werden kann. Die EU-Seuchenkontrollbehörde stuft die aktuellen Erkrankungen inzwischen als einen der weltweit schwersten Ausbrüche des EHEC-Bakteriums ein. Der Weltfußballverband FIFA wird von einem Bestechungsskandal erschüttert. 3 Tage vor der Wahl eines neuen Präsidenten wurden 2 Spitzenfunktionäre suspendiert. Der Kandidat Bin Hammam soll versucht haben, Stimmen zu kaufen. Er zog deshalb seine Bewerbung zurück. Vizepräsident Warner steht im Verdacht, von dem Bestechungsversuch gewusst zu haben. Präsident Blatter halten die FIFA-internen Ermittler dagegen für unbelastet. Damit steht er als nunmehr einziger Kandidat zur Wiederwahl. Fair Play, das die Botschaft nach außen. Doch innerhalb der FIFA gibt es ein Hauen und Stechen. Er ist der Verlierer des Machtkampfes, Mohammed bin Hammam. Die FIFA-Ethikkommission hat den Spitzenfunktionär suspendiert, ebenso wie FIFA-Vize Jack Warner. Sie sollen versucht haben, karibische Funktionäre zu bestechen. Mohammed bin Hammam wird hiermit von allen Aktivitäten, die mit Fußball zu tun haben, ausgeschlossen, bis die FIFA-Ethikkommission eine Entscheidung über die Vorwürfe getroffen hat. Entlastet wurde dagegen FIFA-Präsident Josef Blatter. Dass er von Korruptionsfällen gewusst haben soll, sah die Ethikkommission als nicht erwiesen an. Dennoch stehen er und die FIFA massiv in der Kritik. Letztes Jahr überführten britische Journalisten FIFA-Spitzenfunktionäre als bestechlich. Die Beschuldigten wurden suspendiert. Kurz darauf, Katar erhält den Zuschlag für die WM 2022. Das sorgt für internationale Kritik. Absprachen soll es gegeben haben. Nach der Suspendierung Bin Hammams heute fehlt ein Herausforderer bei der Wahl des FIFA-Präsidenten am Mittwoch. Dann scheint die Wiederwahl Josef Blatters sicher, aber auch, dass er die FIFA wohl kaum glaubwürdig aus ihrer schwersten Krise führen kann. Im rein spanischen Endspiel der Handball-Champions League gewann Barcelona gegen Ciudad Real mit 27:24. Zuvor hatten im kleinen Finale des Endrundenturniers in Köln die Hamburger gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 33:31 gewonnen und somit den 3. Platz belegt. Der Deutsche Sebastian Vettel dominiert weiter die Formel 1. Er gewann heute den prestigeträchtigen Großen Preis von Monaco und siegte damit im 5. von bislang 6 Rennen der Saison. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 30. Mai. Auch morgen sorgt hoher Luftdruck für Sonnenschein und zusammen mit Warmluft auch für steigende Temperaturen. Vom Atlantik nähert sich aber wieder ein Tief und am Dienstag muss vor allem in der Osthälfte Deutschlands mit Unwettern gerechnet werden. Im Norden ist es heute Nacht wolkig, stellenweise fällt etwas Regen, weiter südlich nur noch wenige Wolken, vielerorts ist es auch klar, hier und da bildet sich Nebel. Im Norden morgen zunächst noch dichtere Wolken, sonst scheint verbreitet die Sonne. Am Nachmittag und Abend im Westen und Süden vor allem über dem Bergland einzelne, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Abgesehen von Gewitterböen wird der Wind schwach bis mäßig aus Südost bis Süd. Im Allgäu heute Nacht kühle 5 Grad, in Rostock und Hamburg bis 14 Grad. Morgen Temperaturen von 20 bis 28, entlang des Rheins 29 bis 31 Grad. Am Dienstag wird es im Westen deutlich kühler und es überqueren uns Schauer und Gewitter, die vor allem in der Osthälfte örtlich Unwetterpotenzial haben. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter und am Vatertag scheint wieder verbreitet die Sonne. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr heute mit Susanne Holst. Darin Nachtsitzung im Koalitionsausschuss, Streit um den Atomausstieg und FIFA im Korruptionsstrudel. Wie soll es beim Weltfußballverband weitergehen?